Warum spielen Modelltransformationen eine so wichtige Rolle in der modellbasierten Softwareentwicklung? Modelltransformationen sind der Schlüssel zur modellbasierten Softwareentwicklung. In der modellbasierten Softwareentwicklung werden aus Modellen Implementierungen generiert auf Basis der Transformation. Doch was ist überhaupt ein Modell? Ein Modell repräsentiert Zusammenhänge oder auch einfach nur Objekte in meist vereinfachter Form. Dabei werden in der Regel in dem zu betrachtenden Kontext irrelevante Informationen ausgeblendet. Beispiele hierfür sind beispielsweise eine Weltkarte, ein Modellauto oder diese Darstellung einer Sonne. Die Weltkarte ignoriert dabei die Größenverhältnisse der einzelnen Länder zueinander, da dies nicht deren vorrangiges Ziel ist. In der modellbasierten Softwareentwicklung ist alles ein Modell. Dabei bewegt man sich zwischen unterschiedlichen Modellen hin und her. Beispielsweise können wir aus unserer Weltkarte mit einer geeigneten Transformation einen Globus erstellen. Schlussendlich hat auch jede Programmiersprache ein Modell, sodass wir später eine Implementierung aus den Modellen erzeugen können. Ein typisches Beispiel für eine solche Transformation zwischen Modellen in der Softwareentwicklung ist die Transformation von einem UML-Modell in ein relationales Datenbankmodell. Die Transformation selbst ist dabei stets selbst ein Modell, welches schlussendlich bestimmt, wie die Implementierung aussieht. Eine Transformation erhält dabei stets ein oder mehrere Modelle als Eingabe und erzeugt aus diesen ein neues Modell. Betrachten wir beispielsweise dieses Klassendiagramm für Bildungseinrichtungen, so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dieses in ein Datenbankschema zu überführen. Jede dieser drei Transformationen liefert ein mit dem vorher gezeigten Datenmodell konformes Datenbankschema. Offensichtlich wurden dabei jedoch bestimmte Aspekte teilweise weggelassen und an anderer Stelle durch unterschiedliche Relationen dargestellt. Die einzelnen Modelle haben unterschiedliche Vorteile, aber auch Nachteile. Das grundsätzliche Modell in Form des Klassendiagramms kann jedoch immer wieder verwendet werden, wodurch sich ein großer Teil des Arbeitsaufwands einsparen lässt. Ändern sich also beispielsweise die Anforderungen an das Projekt, so muss nur die Transformation neu gestaltet werden.